Sie haben nichts Unrechtes getan. Ich habe mich um diese Rolle beworben beim Oliver. Ich habe gesagt, ihr könnt auch Probeaufnahmen machen, so, und war mir nicht ganz im Klaren darüber, warum und weshalb. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Die unbedingt spielen will. Und mal abgesehen davon, dass es, finde ich, die interessanteste Frauenrolle. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Die schwierigste, wenn du so willst, war natürlich diese Szene, wo ich den Kindern den Schlaftrunk. Wir sprechen ein andermal darüber. Gebe. Das war sehr spannend zu beobachten an dem Tag. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Weißt du, da laufen Prozesse in dir, die laufen unabhängig von dir. Das ist das Schöne am Schauspielerdasein. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn der Schauspieler einigermaßen gesund ist, als Schauspieler, dann laufen in dir Prozesse, die führen dich irgendwo hin. Du kannst dich eigentlich darauf verlassen, im Grunde genommen. Du kannst nur staunen, von außen zugucken, wie es sich irgendwo hin entwickelt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Und in diesem Falle war es so, dass ich dann eigentlich nicht einsteigen wollte. Ich wollte es eigentlich nicht drehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nie gedacht hätte, dass der Tag rankommt, wo ich das drehen muss. Ich war vollkommen ganz dünnnervig und habe dann schließlich und endlich schrecklich geheult vorm Drehen und konnte nicht aufhören zu heulen, also eine kleine Nervenkrise. Verrat!